Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hellblade: Senua's Sacrifice. Wir schauen heute mal, ob wir nach Helheim kommen. Tatsächlich müsste das Tor ja jetzt offen sein. Wir haben zumindest das zweite Schloss jetzt geknackt, indem wir auch den Feuergott besiegt haben. Ja, aber eigentlich müssten wir ja unterwegs noch. Fehlen uns nicht noch zwei von diesen Runensteinen? Ich würde die schon gern alle sammeln. Aber ich weiß auch nicht, wo ich da suchen soll. Schon mal nix. Und ich weiß auch gerade schon gar nicht mehr, ob wir nicht drüben in dem anderen Haus auch erst einen gefunden hatten. Ich glaube nicht. Hier ist auch keiner. Da oben war auch nichts. Eigentlich ist das Spiel ja relativ linear. Also so wirklich dran vorbeilaufen kann man ja eigentlich nicht. Jetzt hier hin. Sind wir von hier gekommen? Ja, von hier sind wir gekommen. Also wir müssen eh hier lang zurück. Okay. Vielleicht entdecken wir jetzt ja noch einen Ruhmstein. Hatten wir hier einen in dem Bereich? Ja, ich glaube, da hatten wir im Haus einen. Ja, was wir noch finden. Na, hier hinten, den hatten wir. Weil eigentlich, es müssten noch zwei fehlen. In diesem Bereich. Weil die Punkte, die weißen, die trennen ja quasi immer die Bereiche voneinander ab. Wenn ich das so richtig verstanden habe, zumindest würde es so Sinn ergeben. Da würden hier eigentlich noch zwei Steine fehlen. Ach, wir hätten auch jetzt einfach hier lang gehen können. Ja, ich war ein bisschen blöd jetzt, ne? Aber hier war auch nichts. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. His tales of hell were true. Then that was the source of it. She learned everything she could from him. Until she too could see what he saw. Hier oben war auch nichts. Hier oben war nur das Sacrifice. Immer noch nicht so richtig, wie ich das übersetzen soll. Opfergabe? Naja. Dann fehlen uns wohl wieder Runensteine. Naja. Wenn man kommt ja auch so vorwärts. Ist ja jetzt nicht so, dass uns das irgendwie abhält. Im Story-Fortschritt oder so. Ist auch nix. Jetzt sind wir ja schon fast zurück. Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again.
Senua has died before. And she will do so again. You can be sure of that. Ich habe da auch keinen Runenstein mehr gefunden. Das Gesicht jetzt hier immer noch da. Können wir nochmal mit dem sprechen? Man kennt's noch, aber... Senua, we each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us further than others. Your father cannot see what you see. But there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Das haben wir erst schon mal gehört. Okay. Ich erwarte jetzt wieder einen Kampf. So wie beim letzten Mal, als wir hierher zurückgekehrt sind. Oh, was ist das? Hier waren wir noch nicht. Ah. The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open, and Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him. And fires will burn behind him. Okay, dann fehlt jetzt nur noch eine Rune. War der Weg vorhin auch schon da? Bin ich da echt einfach dran vorbeigelaufen? Oder ist der jetzt erst auf? Dann könnte es sein, wir haben jetzt noch was anderes verpasst. Dass wir jetzt hätten irgendwo hingehen können, wo wir vorhin auf dem Hinweg nicht hin durften. Okay, na gut. Wie gesagt, ich guck mal, ob jetzt hier ein Kampf folgt, wie beim letzten Mal. Spannend. The mark of Valravn and the mark of Surt. You may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. No, it's dangerous. It's dangerous. Don't open the gate. She's done it. It's so dark. It's dark. The darkness. Only the dead may cross. Only the dead may cross. Only the dead may cross. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. They came through stormy black seas. They raided these shores,
Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandon him to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fand diese Cutscene gerade. Ich hatte ein bisschen Gänsehaut. Was ich sagen muss, das Spiel bekommt es richtig gut hin. Mit Stimmen, mit Bildern, mit Lautstärke, mit. Es klingt blöd, aber mit Stereo zu arbeiten. Hui. Die Cutscenes haben sie echt drauf. Jetzt bin ich auch gespannt, was uns gleich erwartet. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. The gods made you a warrior for a reason. It's your calling. Sense.
Gut. Ich bin ein bisschen besorgt, was jetzt hier passiert. Aber da müssen wir jetzt durch. Hier war auch ein Schild. Every gate you open into darkness brings another challenge. Ich bin schon verletzt. Einfach meinen Controller. Nein, wieso siehst du die falsche Person an? Meine Stimme schon wieder so negativ. Ich sterb nicht. Ich hab's immer noch nicht ganz begriffen, die Leute hier mit Schild. Ich die nur mit meinem Fokus down. Und was ist hier in der Luft zerbrochen? Okay. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was unsere nächste Mission ist. Aber das finden wir raus. In der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Morgen zur nächsten Folge. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschüssi und einen schönen Tag noch. Und danke fürs Dabeisein. Macht's gut. Bye, bye.